Wir schauen zwei Ligen höher in die zweite Fußball-Bundesliga. Dort gewann Union Berlin am Samstag durch Treffer von Markus Karl in der 39. und einem Elfmetertor von Thorsten Matuschka in der 88. Spielminute mit 2:0 gegen die Alemannia aus Aachen. Die Eisernen also mit dem vierten Saisonsieg gegen das krisengeschüttelte Team vom Tivoli. Ebenfalls am Samstag verlor Energie Cottbus in Düsseldorf mit 2:4. Die Ergebnisse vom Sonntag: Bochum schlägt Duisburg 2:1, Fürth gegen 1860 München 2:0 und ein 1:1 Unentschieden zwischen Rostock und Karlsruhe. Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist damit Spitzenreiter. Neuer erster Verfolger ist jetzt Fortuna Düsseldorf vor St. Pauli und Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Union ist Achter. In der zweiten Hälfte Aue vor dem FSV Frankfurt und Ingolstadt. Auf den Abstiegsplätzen Duisburg, Rostock und die rote Laterne bleibt in Aachen.